welcome to String Theory. Das ist euer erster Unterricht. Vielleicht kennen wir uns noch nicht oder wir kennen uns schon. Ihr habt schon einen Unterricht bei mir gehabt und dann, das ist eine, ja, damit ihr das nicht vergisst, okay, was wir gelernt haben. Okay, gut. Dann heute, es geht um Ukulele. Ja, Ukulele ist ein sehr cooles Instrument. Es ist klein. Es ist sehr praktisch zum Nehmen, überall. Aha. Leider, so viele Leute verwenden diese super coolen Instrumente nur zum Strumming. Und warum nicht? Es klingt wunderbar. Also in wenigen Tagen kann man schon Lieder spielen. Aber es hat so viel Potenzial. Also genauso wie eine Gitarre. Aha. Obwohl es hat wenige Saiten, mein Gott, dieses Instrument kann so viele Dinge. Genau, dann wir lernen die Basics, aha, Strumming, aber auch Arpeggios, so Digitation. Aha. Ich werde die Übungen trennen für linke Hand und rechte Hand. Aha. Beide Hände sind wichtig. Wir müssen verstehen, dass unsere rechte Hand ist, wäre wie unsere Lunge. Aha. Und linke Hand wären unsere praktisch Zähne, Zunge, Mund. Aha. Ja, was gibt es uns, diese Ton? Aha. Und was für Töne, ob ich schreien will oder ich leise sprechen will. Okay, genau, das macht die rechte Hand. Natürlich hier. Diese Hand ist verantwortlich für die Noten, die Töne. Mhm. Gut, beide Hände sind super wichtig, aber wir fangen jetzt mit unserer rechten Hand. Okay? Es gibt sehr wichtige Übungen, also nehmt eure Schoss, hier die, ja, das Knie. Macht diese Übungen täglich. Druck hier. Aha, ihr sollt eine perfekte Kurvatur haben, so rund. Bitte das vermeiden, dass die Finger nach außen gehen, das wollen wir nicht, sondern wirklich, die bleiben so. Aha. Und drücken hier, das ist ein perfekter Ort, weil es ist weich, aber auch nicht so weich. Aha. Ein paar Sekunden, jeder Finger. Aha. Und genau dasselbe für linke Hand. Aha. Und unsere Finger wirklich, die werden super kräftig werden. Aha. Es ist so, dass wir haben in unserem Leben viele von den Muckis, die wir in unserer Hand haben, fast nie verwendet. Aha. Dann, wir machen die wach mit diesen kleinen Übungen und andere hier. Aha. Cool, okay, jetzt, wie sollen wir unsere Ukulele stellen? Das ist super wichtig. So, und so, 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 okay. Stell dir vor, ich werde so spielen. Okay? Das habe ich auch sehr oft gesehen. Okay. Jetzt aufpassen auf meinen Arm, was passiert hier mit meinem Arm. Schaut ihr, das ist nicht normal. Aha. Das wäre normal. Mhm. Ich wiederhole. Das wollen wir nicht haben. Aha. Dann, okay, eine Lösung. Es ist, dass ich mache mein Ukulele schräg. In die Richtung. Okay, so ungefähr. Was passiert? Meine Hand ist jetzt gerade. Es ist sehr komfortabel für mich jetzt, Noten zu spielen. Aha. Und ich bekomme keine Schmerzen hier in den Zähnen, weil, ja, das ist nicht normal. Mhm. So soll es normal sein. Mhm. Und hier aufpassen. Das ist die normale Kurvatur. Nicht so machen, sondern wirklich so. Mhm. Cool. Dann jetzt, wir wissen, also Ukulele so schräg wie möglich. Also natürlich kann man auch beim Stehen spielen. Aber jetzt seid ihr Anfänger. Lass uns mit den Basics anfangen. Ha? Beim Sitzen. Ha? So lernen wir besser, weil das ist viel komfortabel. Aha. Und jetzt. Wir werden vier Akkorde lernen am Anfang. Aha, es gibt tausende von Akkorden, aber die sind die Basics. Aha. Und wir sollen nur wissen, welche Finger wir verwenden sollen. Aha. Also
ihr seid Anfänger, dann wir fangen in dieses Bereich. Hier wird sehr oft gespielt, okay? Sag mal so, dass also jeder Finger ist verantwortlich für mehr oder weniger für einen Bund. Der ist verantwortlich für alle Seiten beim ersten Bund, der bei der und Ringfinger hier und der bei der vierten. Mehr oder weniger, okay? Das ist am Anfang. Aha. Es gibt Ausnahmen, aber lass uns die erste Akkord lernen. Das ist C. Aha. Das mit Ringfinger. Der nächste Akkord wird ein A-Moll. Das ist mit unserem Mittelfinger. Und schau hier, der ist bereit mitzumachen. Er will mitmachen bei der Party. Das ist ein F. Aha. Jetzt kommt der allerschwierigste Akkord der Welt. Keiner schafft das. Ja, versuch mal. Das ist ein A-Moll 7. Mhm. Gut, dann nochmal. C, A-Moll, F, A-Moll 7. Nur die vier Akkorde. Aha. Also am Ende des Tages, ja, wir könnten auch so ein C spielen. Das klingt genauso. Aha. Oder mit meiner Nase auch. Könnt ihr auch verstehen. Aber warum mit dem Ringfinger hier? Okay, wir stellen uns vor, dass also ich spiele hier und dann ich will so ein A-Moll. Ich muss zusätzlich und dann ich will ein F spielen. Dann ich muss die zwei Schieben. Aha, das ist ein bisschen komplizierter. Aha, dann bitte Ringfinger. A-Moll. Okay, Mittelfinger. Und der ist bereit, ein F zu machen und ein E-Moll 7. Mhm. Gut, jetzt sind diese vier Akkorde. Rechte Hand. Wir versuchen zu spielen innerhalb dieses Bereichs. Jetzt als Anfänger, bitte hier versuchen. Wo dieses Loch endet, und dann gibt es dieses Stück Holz. Aha. Bis hier, aha. Das ist unser Bereich jetzt als Anfänger. Es gibt einen Grund, ich werde bald erklären. Mhm. Jetzt, also ich verwende also Gewicht von meinem Daumen in diesem Fall. Ich lasse es runter. Sag mal so, dass 70% liegt an meinem Gewicht. Aha. Ich muss alle Noten treffen. Ob es langsam ist oder ob es schneller ist. Gut, dann jetzt zusammen viermal jede Akkorde. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay? Bei diesen Instrumenten, wir haben keine so, ich sag mal, so ein Volume, ein Lautstärke-Regler wie bei diesen Instrumenten. Aha. Aber es gibt eine Lösung. Mhm. Praktisch unsere Nägel und unsere Haut. Aha. Das regelt das Temperament, die Lautstärke. Aha. Von unserer Ukulele in diesem Fall. Mhm. Es ist nicht dasselbe, wenn ich die Saiten treffe mit meiner Haut. Oder wenn ich die Saiten treffe mit meinem Nagel. Aha. Ja, also mit Haut ist ein wärmere Sound. Das ist weicher. Mit Nagel. Ja, es ist mehr eine Kristall, so ja. Kristallsound, würde ich nennen, so wie ein Stück Glas. Ne? Mhm. Aber wir können beide mischen. Aha. Dann, ich werde eine Mischung von Haut und Nagel verwenden. Dieselbe Akkorde. Mein Daumen ist jetzt unten. Wir verwenden diese Kraft, die schon bereit hier ist, nach oben zu gehen. Mhm. Jetzt mache ich viermal. 1, 2, 3, 4. Wechsel ich. 2, 3, 4. Wechsel. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4.
das wäre optimal, wenn ihr das übt mit einem Metronom und jedes Mal schneller. Wie beim die Metronom, wir werden anfangen mit so rund um die 80 BPM, Beats per Minute, aha, bis um 120, 130. Das ist unser Ziel bei jeder Übung. Aha. Wir können natürlich viel schneller spielen. Aber fängt bei 80, rund um 80. Und wenn ihr merkt, dass ihr das schafft, dann ein bisschen schneller jedes Mal, okay? Noch was?